Ja, okay. Ja, herzlich willkommen zu diesem Talk über Typografie, Grafikdesign und Werkzeuge zur Bewusstseinsveränderung. Freut mich, dass ihr den Weg zu diesem Stream gefunden habt. Ziel des Vortrags ist es, Hacker, Hexen und Designer in eigentlich dichter zusammenzubringen. Ich glaube, dass es da ganz viele Gemeinsamkeiten gibt, aber dass auch alle viel noch voneinander lernen können. Hintergrund ist ein Seminar am Department Design von der HAW Hamburg, in dem wir uns mit der Gegenkultur der 60er Jahre in Kalifornien beschäftigen, was ja auch so ein bisschen die Ursprünge von der Hackerbewegung unter anderem sind. Ein zentrales Element in dieser Bewegung in Kalifornien war der Whole Earth Catalog. Es war im Prinzip ein Produktkatalog, der nur eben ohne Kommission funktioniert hat. Dem Herausgeber Stuart Brand und seinem Team ging es darum, Werkzeuge zu zeigen und verfügbar zu machen, die er als brauchbar gesehen hat. Darunter waren dann zum Teil Bücher zur ökologischen Landwirtschaft oder zur Aufzucht von Ziegen, aber eben auch so die ersten Computer und Synthesizer. Wichtig war halt, dass die Tools den Menschen ermächtigen, das Bewusstsein zu wandeln, also eine andere Perspektive auf Dinge zu bekommen, durch die Tools anders zu denken und anders zu handeln. Der Katalog wurde dann zur Bibel von dieser Generation und von der Bewegung und später von Steve Jobs als eine Art vorzeitliches Google beschrieben, wobei das natürlich in dem Sinne ein gutes Google ist. Und weil es in dem Zusammenhang bei denen in dieser Bewegung und in dem Katalog immer um Werkzeuge geht, wollen wir als DesignerInnen auch unsere Werkzeuge untersuchen und schauen, welche unserer Werkzeuge zum Bewusstseinswandel geführt haben und inwiefern die uns ermächtigen oder eben uns gerade nicht ermächtigen. Und dazu müssen wir natürlich ein bisschen zurückgehen, so in die Geschichte des Buchdrucks, die ja eigentlich in Asien angefangen hat. Hier eine Publikation Jigji von 1377. Es hat auch schon Buchdruck mit beweglichen Lettern in China gegeben, so um 1040 rum mit Keramiklettern und hier aus Korea mit Bronzelettern, also auch schon metallene Letter. Nur das ist jetzt ein gutes Beispiel davon, dass ein Tool mal nicht das Bewusstsein verändert hat. Nämlich war die Technologie da, aber konnte nicht so richtig benutzt werden in den auf Chinesisch und Koreanisch, weil es einfach viel zu viele Zeichen gab und man da nicht so richtig profitiert hat von dieser austauschbaren, vom Austauschen der Letter. Als Gutenberg das in Europa erfunden hat, war das allerdings ein Durchbruch, weil diese Technologie zusammen mit dem lateinischen Alphabet halt richtig gut funktioniert hat, um schnell Texte zu reproduzieren. Und genau darum ging es eigentlich. Also Gutenberg war kein Kalligraph oder so jemand, der sich besonders für Schrift interessiert hat. Der war eher so eine Art Maker, würde man vielleicht heute sagen. Also jemand, der sich in so einem wissenschaftlichen Umfeld bewegt hat und auch schon mit anderen Sachen experimentiert hatte, mit Metall, Edelstein und Spiegeln und eben viel über Metalllegierungen wusste. Und da hat er eben dieses dreistufige System erfunden, also was hier auch gezeigt wird, dass ein Buchstabe in ein hartes Metall geschnitten wird, der dann wiederum in ein weicheres Metall gestempelt wird. Und das Weichere wird dann ausgegossen mit einer Blei-Zinn-Legierung und daraus dann der Buchstabe gegossen. Also in den drei Schritten, das war so eigentlich der Verdienst von Gutenberg. Und das Ziel war eben nicht, irgendwie virtuos mit Schrift zu arbeiten oder irgendwas Neues zu entwickeln, sondern eigentlich ging es nur darum, das Bestehende möglichst gut zu reproduzieren. Also diese handgeschriebenen Bücher, die in den Klöstern vervielfältigt wurden. Das waren ja nicht nur Bibeln, sondern alle Publikationen zu der Zeit, die abgeschrieben wurden. Und die sahen alle so aus. Und ihm ging es eben darum, möglichst präzise Kopien davon zu machen und auch möglichst fehlerfrei zu arbeiten. Neben den
den Buchstaben und diesem Druckverfahren hat er eben auch noch die Presse optimiert, hat so eine ölhaltigere Tinte gemacht. Also er war gar nicht so auf Schrift fixiert, sondern eher so aufs Drucken und Machen. Aber als diese Entwicklung erstmal da war, hat sich das so mit den Texten des Humanismus, so zu der Renaissancezeit, das war ja 1500, so Mitte des 15. Jahrhunderts, hat Gutenberg den Buchdruck erfunden und so zur Jahrhundertwende hat sich diese neue Schrift entwickelt und sich im Zusammenhang mit Texten des Humanismus in Europa verbreitet. Und das war eben eine Schrift, die sich, wie man das in der Renaissance gemacht hat, sich so ein bisschen rückbesonnen hat auf die Antike und auf Schriften in Rom, aber das kombiniert hat mit Kleinbuchstaben, die man eben aus der Zeit, aus dem Mittelalter kannte. Und daraus die sogenannte Antiqua gemacht hat, also eine Schrift, die nichts mehr mit Handschrift zu tun hatte und die deswegen auch, weil sie für den Buchdruck entwickelt war, viel kleiner gesetzt werden konnte, als Handschrift geschrieben wurde. Und so konnten mehr Text auf einer Seite stehen oder eben auch das Format von so Publikationen kleiner werden. Hier sehen wir die Bembo, das ist ja eine Schrift, die man heute noch kennt, benannt nach Pietro Bembo, der Autor dieses Textes hier. Und dann hat sich erstmal so gut 400 Jahre gar nichts verändert und es wurde so im Handsatz gesetzt. Im Prinzip wie bei Gutenberg waren es eigentlich noch die gleichen Werkstätten, das Papier wurde immer besser, die Tinte wurde besser und die Schriften wurden kleiner, weil die ganzen Werkzeuge feiner wurden, aber im Prinzip wurde genauso Handsatz gemacht, bis diese Maschine so Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt wurde, die Linotype. Sieht schon fast aus, so ein bisschen wie ein Computer. Das liegt daran, dass die Schreibmaschine zu der Zeit schon erfunden war und die Tastatur eben von der Schreibmaschine übernommen wurde. Es funktioniert so, dass man hier auf die Tasten drückt und beim Drücken auf eine Taste fällt eine Gussform da nach links in die, fällt eine Gussform für einen Buchstaben runter. Und wenn eine Zeile fertig getippt ist, dann wird die Zeile mit heißem Blei ausgegossen und dann kann direkt mit der Zeile gedruckt werden. Und wenn gedruckt wurde, wird die wieder eingeschmolzen. Also es wird permanent heißes Blei durch die Maschine bewegt. Da spricht man im Zusammenhang mit dem Verfahren auch von Hot Type. Was natürlich das Setzen extrem beschleunigt hat, weil man nicht mehr die einzelnen Buchstaben aus dem Kasten suchen musste. Und so hat sich die Maschine innerhalb von 10 Jahren international verbreitet. Es waren 10.000 Stück um die Jahrtausendwende, die genutzt wurden weltweit. Und eben die ganzen Schriftengießereien, also die vorher die Schriften entwickelt haben, explizit für diese Maschine entwickelt haben. Also die haben dann die Gussformen entwickelt. Und weil Linotype eben keine Schriften verkauft hat, also keine Designleistung, sondern das Werkzeug, diese hochkomplexe Maschine aus über 1000 Teilen, die auch unglaublich teuer war und viele Leute die haben wollten, war da die Gewinnmarge viel höher, sodass die sich das leisten konnten, jedes Jahr ein paar Schriftgießereien zu kaufen und dabei die Schriften, die diese Gießereien entwickelt hatten, in ihr Repertoire zu übernehmen. Linotype ist die eine Firma, Monotype ist die andere Firma. Die haben eine Maschine entwickelt, ungefähr zeitgleich. Die Monotype funktioniert ein bisschen anders, aber ist im Prinzip ähnlich und beschleunigt den Satz und ist sehr erfolgreich. Und das sind Unternehmen, die es heute noch gibt. Da komme ich später nochmal zu. Das ging dann so bis in die 50er, 60er Jahre, bis man da so die Fotografie so weit entwickelt hatte, dass man die so Belichtung und Filme so präzise belichten konnte, dass man eben auch Buchstaben belichten konnte. Und da kamen dann Maschinen zum Einsatz, die eigentlich auch wie die frühen Computer so mit Lochkarten funktioniert haben. Hier wurde halt getippt und das Lochband kam aus der Maschine raus und die Codierung sieht man da unten, was welches Zeichen ist und Uppercase, Lowercase, Space und M-Space kodiert wird.
Das war eine Zeit, wo nicht mehr aus Blei gedruckt wurde, sondern eben vom Film gedruckt wurde. Deswegen hat man nicht mehr von Hot Type, sondern Cold Type gesprochen. Und der Beruf hat sich insofern verändert, also über das Tool hat es sich so verändert, dass eben Frauen in den Beruf der Setzerin reingekommen sind. Vorher war das eher durch Männer besetzt. Und in den 50er, 60er Jahren wurde es dann eben mehr von Frauen gemacht, was auch zu einer, ja, also zu einem Preisverfall geführt hat. Also so wie in vielen Bereichen weibliche Arbeit nicht so angesehen ist wie männliche Arbeit oder weibliche oder von Frauen mehrheitlich gemachte Berufe schlechter bezahlt sind als die von Männern, gab es zu der Zeit eben auch einen Preisverfall in der Branche, was natürlich auch mit der Beschleunigung der Produktion zu tun hat. Es gibt da einen tollen Dokumentarfilm von Bria Levitt, die auch auf diesen Aspekt eingeht. Den kann man sich bei Vimeo für ein paar Euro angucken. Was zu der Zeit auch passiert ist, also zu der Zeit wurde ja auch der Whole Earth Catalog gemacht. Der wurde aber nicht im Fotosatz entwickelt, sondern mit einer ganz besonderen Schreibmaschine, die eben nicht klassisch funktioniert hat, sondern mit diesem Kugelkopf. Die hatte so einen Kugelkopf und das Besondere daran ist, dass man eben die Schriften tauschen kann. Also man kann mit unterschiedlichen Fonts an einer Schreibmaschine arbeiten. Und so hatte der Whole Earth Catalog ja hier die Univer und dann drei Schnitte von der Univer. Da musste man einfach den Kugelkopf austauschen. Außerdem eine Besonderheit für Schreibmaschinen eigentlich selten, dass sie eine proportionale Schrift verwenden konnten. Also eben auch durch den Kugelkopf eine Schrift, wo nicht alle Buchstaben gleich breit sind, wie das bei Schreibmaschinen üblich ist, dass ein I genauso breit ist wie ein M. Und hier ist es eben eine proportionale Schrift, also die richtige Univer. Ja, 1984 kam dann mit dem Macintosh so das richtige, das ultimative Tool eigentlich, was alles verändert hat im Grafikdesign. Es war ja schon der Schritt vom Blei zum Fotosatz, dass das so die Schrift, die Buchstaben eigentlich von dieser Schwere, also von dem schweren Blei gelöst hat. Und am Computer, so am Mac, war das natürlich komplett entkoppelt von irgendeinem physischen, von so einem, von was Physischem. Also man konnte Schriftenbibliotheken anlegen und man konnte mit Effekten arbeiten, man konnte richtig schnell arbeiten und gut Daten verschicken. Das ging in den 80ern noch recht mühsam, aber es war auf jeden Fall was ganz anderes als im Fotosatz. So, das erste funktionierende Layout-Programm war dann Aldus PageMaker. Da sieht man schon, dass das eigentlich nicht anders aussieht als heute. So, nur dass eben die Schriften, also weil die Displays noch nicht so fein aufgelöst waren, gab es eben zwei Versionen einer Schrift. Das war einmal so die Bitmap, die Bildschirmvariante und dann die Schrift, die gedruckt wird. Also man sieht das, aber es kommt eigentlich aus dem Drucker was ganz anderes. Was es auch schon bei so ein paar Fotosatzmaschinen gab, also so dieses What you see is what you get, hat es auch schon gegeben, aber so jetzt eben am Computer. Es hat eben dazu geführt, dass sich die ganze visuelle Kultur verändert hat. Auf einmal konnte man Schriften machen, also vor allem konnte man extrem schnell arbeiten, aber man konnte eben auch mit digitalen Effekten schnelle Varianten von Fonts machen. Und das war eine Art der Gestaltung oder ein Tool, was in eine Zeit gepasst hat, die eigentlich schon früher angefangen hat, nämlich so die Postmoderne und die ja so den Versprechen der Moderne, immer die richtige Lösung zu finden, so ein bisschen widersprochen hat. Und so konnten eben Schriften gemacht werden, die nicht die richtigen sind, sondern viele richtige Schriften. Und so war endlich das Tool da, um postmodernes Grafikdesign zu machen. Das zeigt sich zum Beispiel auch hier im Berliner Frontpage-Magazin. Das war so ein Techno-Magazin in den späten 90ern dann und 2000ern in Berlin. Da hat der Art Director Alex Brandschick eigentlich so für jede Ausgabe bestimmt 10 Fonts gestaltet oder so. Sowas, das ging halt nur mit dem Computer. Eine andere schöne Sache, die es dann im digitalen Satz gab, war das HZ-Programm von
Hermann Zapf und Peter Caro. Die haben sich nämlich was bei Gutenberg abgeguckt. Hier sieht man zweimal den gleichen Text im Blocksatz, links und rechts. Und links läuft da kürzer, weil er auf der rechten Seite größere Lücken hat im Blocksatz. Das Blocksatz bedeutet ja, dass der Text für eine Zeile ausgeglichen wird und es links und rechts Satzkanten gibt. Dass das möglichst so aussieht wie damals bei Gutenberg. Wenn wir uns das nochmal angucken, wenn man genau guckt, sieht man, dass nicht alle Buchstaben die gleiche Breite haben oder dass es Varianten von Buchstaben gibt. Gutenberg hat ja damals nicht 26 Zeichen gegossen oder 26 Groß-Kleinbuchstaben, sondern insgesamt hatte der 290 Zeichen, um die Bibel zu drucken. Nämlich brauchte er die, um diesen Blocksatz ausgleichen zu können. Also er hat unterschiedliche Varianten von einem Buchstaben gehabt, um die dann, je nachdem, wie man sie braucht, schmaler oder breiter zu setzen. Unter Umständen auch, um diesen handgeschriebenen Eindruck zu behalten, aber auch einfach so aus Platzgründen, um eine glatte Kante auf der rechten Seite zu bekommen. Und genau das haben Hermann Zapf und Peter Caro auch gemacht und haben einen Algorithmus geschrieben, der entscheidet, wann eine Zeile zu breit läuft, sodass die Zeichen gestaucht werden müssen oder zu schmal läuft, sodass sie auseinandergezerrt werden müssen. Und so entstehen eben ausgeglichene Räume, also ein ökonomischerer Satz. Es passt mehr in eine Zeile. Das Programm, was die geschrieben haben, ist nie so richtig als Software veröffentlicht worden, sondern ist dann auch in den 80ern noch von Adobe gekauft worden und so mit in InDesign implementiert worden. Jetzt machen wir mal einen Sprung zu 2020 und gucken uns Adobe an. Das ist eine ziemlich konstante Situation, so Anfang der 2000er. Das war 99, ist InDesign gekommen, so das große Satzprogramm von Adobe. Vorher gab es schon Photoshop. Es war immer so zwischen InDesign oder eigentlich damals noch Aldus PageMaker, weil Aldus war auch, ist dann später Adobe geworden und zwischen Aldus PageMaker und Quark Express war es so ein bisschen der, das war die Konkurrenz, bis 99 dann Adobe auf den Markt kam und also dann war klar, dass das besser funktioniert. Und da sehen wir, dass die Kurve einmal hochgeht, aber dann in die 2010er Jahre relativ konstant, bis 2013, wo sie eben mit diesem Abo-Modell angefangen haben. Heute ist es ja so, dass man keine Softwareversion mehr kauft, sondern dass man ein Abo abschließt und so die Software als Service bekommt und immer aktuelle Updates, aber eben auch monatlich bezahlen muss. Und da hat man vorher gedacht, dass das nicht funktionieren wird und dass das niemand kaufen wird und dass das jetzt das Ende von Adobe ist. Aber was tatsächlich passiert ist, ist ein exponentielles Wachstum seit 2013. Und das ist nur dadurch zu erklären, dass Adobe eben jede Konkurrenz aufgekauft hat, so dass es keine, also dass sie ein Monopol bilden für diese Art von Tools im Grafikdesign und generell im grafischen Gewerbe. Also man kommt gar nicht drumrum um dieses Abo-Modell. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, es ist nicht nur ein Monopol auf Grafiktools, sondern es ist auch ein Monopol auf unser Muskelgedächtnis, weil die Shortcuts einfach so drin sind. Was dabei auch passieren kann in dem Abo-Modell ist, letztes Jahr gab es ja diese Auseinandersetzung zwischen Maduro und Trump, den dazu geführt hat, dass Trump Wirtschaftssanktionen gegen Venezuela verhängt hat, sodass bestimmte US-Unternehmen gezwungen waren, ihre Geschäfte mit Venezuela aufzugeben. Und unter anderem war das auch Adobe, die dann eine E-Mail rausschicken mussten, Anfang oder rausgeschickt haben, Anfang Oktober, dass bis Ende des Monats die Cloud geräumt werden muss und dass keine Dienste mehr zur Verfügung gestellt werden kann für alle KundInnen in Venezuela. Letzten Endes ist das dann alles wieder, hat sich wieder so ein bisschen beruhigt und diese Wirtschaftssanktionen mussten nicht durchgesetzt werden. Allerdings ist das was passieren kann, wenn man Software als Service anbietet und eben nicht mehr die Software kauft. Also wenn die Tools nicht bei mir liegen, sondern ich die Tools nur miete und sich
der Anbieter entscheidet, diese Tools zu streichen oder mir nicht mehr zur Verfügung zu stellen, dann stehe ich mit leeren Händen da. Und das ist was, was im Prinzip jederzeit passieren kann. Und ich glaube nicht, dass das, also diese Wirtschaftssanktionen, das ist ja nicht die Idee von Adobe gewesen. Und ich glaube nicht, dass die jetzt besonders evil sind oder so. Aber das ist eben, also die sind auch so wie alle Unternehmen, was Geld verdienen möchte. Aber das sind eben Geschäftspraktiken, die dazu führen können, dass man am Ende oder dass am Ende vom Oktober dann nicht mehr arbeiten kann. Und dass Monopole Probleme sind, das wissen wir wahrscheinlich alle. Wir hatten ja am Anfang von der Linotype-Maschine gesprochen. Das zeitgleich ist auch die Monotype-Maschine auf den Markt gekommen, die ungefähr ähnlich funktioniert. Es kam dann so, dass Linotype gekauft hat und sich damit so die beiden großen Anbieter von Schriften, weil die ja eben schon eigentlich im frühen 20. Jahrhundert so viele Schriftengießereien aufgekauft haben und damit ihre Bibliotheken übernommen haben. Und sowas wurden wie so ein Monopol an Schriftenanbietern. So, das ging über die Fotosatzzeit. In der Fotosatzzeit sind dann auch viele sogenannte Foundries, also Gießereien, pleite gegangen und wurden aufgekauft von den jeweils beiden Akteuren, bis die dann eben fusioniert haben und in den 2000ern dann so die letzten Foundries gekauft haben. Und so ist es jetzt, dass alle oder das Monopol an Schriften bei Monotype liegt. So, jetzt ist die Frage, was wir machen mit diesem Wissen und mit diesen Monopolen. Es gibt ja Alternativen, also es gibt ja auch Open Source Alternativen eigentlich für alles und so. Was wir allerdings im Seminar machen, ist jetzt nicht, dass wir die bestehenden Tools ersetzen wollen durch was Besseres, sondern wir wollen eigentlich ganz andere Tools benutzen und wir wollen richtig gucken, was passiert, wenn wir eben auf die verzichten, die wir haben und gucken, was da drin steckt, wenn wir mal was ganz anderes machen. Und ja, und dann stellt sich halt die Frage, was machen wir mit diesen ganzen Monopolen? Wir wissen auf jeden Fall, dass es nicht gut ist, dass unsere Tools alle irgendwie von da kommen. Es gibt natürlich auch Alternativen. So, es gibt für jedes Programm, ob das jetzt Photoshop oder Illustrator oder InDesign ist, gibt es ja Open Source Alternativen. Es ging uns jetzt nicht unbedingt darum, die bestehenden Programme zu ersetzen, sondern wir wollten mal sehen, was passiert, wenn wir wirklich auf unsere Lieblingstools, sag ich mal, verzichten. Oder genau, mal absichtlich andere Sachen benutzen oder absichtlich die falschen Werkzeuge benutzen. Und so haben wir dann in wöchentlichen Aufgaben gearbeitet und Entwürfe gemacht, hier zum Beispiel mit Systemtools, also nur mit der vorinstallierten Software. Alles, was schon auf dem Mac oder auf dem Linux oder auf dem Windows-PC vorinstalliert ist, konnte dann so für visuelle Entwürfe verwendet werden. Ich zeige mal ein Beispiel, so ein bisschen im Prozess. Inhaltlich haben wir dann einfach uns immer so ein bisschen an den Whole Earth-Katalog angelehnt und so und an die Bildwelten, die es da gab, also die Bilder aus der Zeit und die Texte, so zum Beispiel hier We Are Escorts war ja so so die Parole von Stuart Brand, von dem Herausgeber. Und so hatten wir dann einfach einen Inhalt, um ein bisschen rumzuprobieren. Also es waren dann im Prinzip so Fingerübungen, wo man mal schnell ausprobieren konnte, wie sich anfühlt, wenn man eben nur diese Tools hat. Und so haben wir in wöchentlichen Aufgaben gearbeitet und dann eben auch zu einer Zeit, wo man, also wir haben den Kurs digital gemacht, sodass wir uns nicht begegnet sind und haben auf einer visuellen Pinnwand gesammelt. Und da ist eine Menge bei zusammengekommen. Also jetzt in dem halben Semester sind das so gut 500 Entwürfe geworden. Und wir gucken uns jetzt nochmal zusammen, gucken wir da so ein bisschen durch. Wuhu, jetzt ist schon 32%. Ah, hier. Ah. Da war dieses andere mit den drei.
Super trippy. Ja. Ja, ja, ich aber so. Sehr, sehr viel. Ja, durch so ein Kaleidoskop. Wie ist das jetzt entstanden? Das war ein Entwurf von Jan. Ich guck mal, ob der hier auch noch, ich glaube, der müsste hier auch mit drauf sein. Also von dem anderen Jan. Ja, aber der ist wahrscheinlich eher so bei Retro, ne? Das ist ja jetzt das Board, was in Future und Past einteilt. Ich glaube, der ist viel weiter links. Der hier? Hier unten links? Man kann auch einfach auf den Menschen draufklicken. Ne? Also hier ist auf jeden Fall der Grundentwurf. Also das ist der Grundentwurf, den ich genommen habe, wo Earth steht. Und den hat er dann im Nachhinein noch schwarz-weiß gemacht. Ah, okay. Und ich habe den dann als Oberfläche auf mein 3D gesculptetes Ding gepackt. Und da sind dann so crazy Sachen entstanden. Das sind aber auch Screenshots von dem Ding aus mehreren Perspektiven dann nochmal übereinander gelegt. Screenshot war ja eh das wichtigste Tool von allen. Ja. Ja. Das ist erstaunlicherweise Jahre bis jahrzehntelang vernachlässigt worden. Also man hat immer, der Bildschirm war immer so ein Hilfsmittel, so ein Ersatz für irgendwas, was man in viel besserer Auflösung irgendwo anders rausbekam. Und erst in letzter Zeit, weiß nicht, seit wann oder so, aber glaube ich, nimmt man das, oder jetzt nimmt man es viel ernster, so ein Screenshot. Ja. Ja. Aber es macht ja auch Sinn, dass die Bildschirme, also dass es erst intuitiv wird mit Bildschirmen, die auch hochauflösend sind. Vorher hast du ja Daten, mit denen du nicht viel anfangen kannst. Ja, das ist der Grund, aber eigentlich ist es fast wie so ein medienphilosophischer Wechsel, weil man weil es irgendwie eine andere Realität ist. Also vorher war es immer Simulation und jetzt arbeite ich wie ein Maler sozusagen direkt auf dem Medium, was ich gestalte und das, was ich nachher angucke oder rezipiere, ist dasselbe. Es ist nicht so ein Zwischenschritt. Also ich mache einen Screenshot für den Screen. Zu dem Programm, zu dem systemeigenen Programm, also ich hatte auf dem Laptop von mir ein paar Windows-Sachen oder Office-Sachen installiert und da war auch 3D-Paint drin lassen. Was ist hier? Ja, damit hatte doch Julia, glaube ich, auch so einen coolen Entwurf gemacht. Wenn ihr zu mir kommt, ich bin da bei dem Entwurf. Zoe, warst du haben da? Jetzt so eine Verkettung hier. Ich glaube, Sarah folgt auch. Mir und ich folge Lea. Das hier ist von Julia und da hat sie in 3D Paint einfach die Buchstaben aus Form, also die Buchstaben, die sie auf der Website Fontstruct gemacht hat. Jill hat die gemacht. Ich finde auch interessant, ja, dass so die UI das finde ich echt auch ein wahnsinnigen, jetzt sind alles super richtig scharf sind und das alles ist auch ein guter Font irgendwie, den noch das dann anfängt schon aufzurastern und pixelig zu werden. Gerade bei dem eins oben drüber mit dem Schwert. Also ich weiß gar nicht, ob die zweidimensional so interessant wären, aber dadurch, dass es schon so Objekte sind, macht es irgendwie, also es macht Sinn, die zu so Objekten zu machen. Ja. Ja. Ich bin sonst auch gerade bei einem Dings mit Sandspiel. Du könntest sozusagen kurz auf mich klicken. Ah ja. Das finde ich ja total super. Ja, du bist in diesem Spiel und dann ist erstmal ausgewählt Dust und dann kommt der Hintergrund so wie auch bei mir in den Hintergrund bei Zoom. Das war so ein Ding, wo ich dachte, man kann da echt stundenlang mit rumdaddeln und hat es immer noch nicht verstanden. Ja, und dann kann man mit Delete was reinschreiben und dann habe ich es einfach schnell gescreenshottet, bevor es weg war.
Und das Coole ist halt, dass die Auswahlbereiche, also die Tools, dann wirklich das auch im Bild machen, was da steht. Ja. Also Fire burnt dann alles runter. Und es gibt auch eins, was Acid heißt, das brennt so alles weg, so säurenmäßig. Da hatten wir in der Gruppe erst jeder so für sich gearbeitet. Und dann haben wir alle Entwürfe geteilt und dann haben wir alle mit den Entwürfen von anderen Leuten weitergemacht. Sieht so ein bisschen aus wie diese Höhenanzeigen oder irgendwie so ein bisschen geografische Anzeigen. Ja, wie so Wetter, Wärme. Wir haben da irgendwie so ein Tool, wo man so 3D sculpten konnte. Und dann da drauf halt habe ich das eine Bild gelegt von Jan. Ich glaube, dass ich gerade bei einem bin, wo auch dieses 3D-Skype benutzt wurde. Ah ja. Aber ganz anders, viel weniger bunt. Kannst du mal uns zu dir holen? Du musst einfach auf mich raufklicken. Ah. Yes, got it. Das ist auch wieder Text-Edit. Und da sehen wir auch wieder diese Metaflop-Font. Ja. Das hat beinahe und ich glaube, es funktioniert alles nur über Markierung, also Textzeilenmarkierung. Ich habe hier gerade so einen Entwurf gefunden, wo ich glaube auch einfach Screenshot und bei Vorschau dann die Lupe die Hauptbestandteile sind an Tools. Was ja super runterreduziert ist. Es sieht ein bisschen nach dem Umwandeln-Tool für Illustrator aus, Vektorgrafik-Umwandeln-Ding. Dann halt noch nachbearbeitet, einfach mit Smoothing. Ja, das kannst du den nochmal zeigen? Das ist die Lupe, oder? Dieser Kreis. Dieser ASCII-Dings, wo ich einen Blocksatzschrift reingeworfen habe und dann hat er mir das als so einen Flattersatz irgendwie ausgespuckt. Weil die Spalte zu schmal ist, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Und dann habe ich den wieder in den Text-Edit reingeknallt. Ich habe gerade den Entwurf gefunden, wo meiner Meinung nach, also das ist mein Lieblingsentwurf im Sinne von der Lupe. Aha. Der hier, wo du drauf bist? Ah, ja. Ja, ihr müsst sozusagen auf mich klicken, ich kann euch ja nicht zu mir holen. Der blaue? Mhm. Ah. Weil ich da irgendwie so, es ist halt einfach als Lupe benutzt zwar, aber ich mag auch, wie mit diesem Auswahltool und der Lupe irgendwie so Schwerpunkte gesetzt werden und irgendwie auch die Story von dem Bild ein bisschen verzerrt. Ein bisschen collagenartig. Was ist das? Ja, es ist Ist das einfach ein Lupentool von Mac oder was? Oder wie funktioniert das? Das ist in der Vorschau, also dieser Entwurf ist komplett mit der Vorschau gemacht. Man kann diese Formen, die schwarz-weißen Formen, das ist ein Auswahlwerkzeug von der Vorschau. Und die Lupe ist in der Vorschau und auch dieses Viereck mit den Punkten ist auch ein Auswahlwerkzeug von der Vorschau. Und ich glaube sogar der blaue Filter, wenn ich mich nicht irre. Ich finde es krass, wie analog ausgeschnitten diese schwarz-weißen Sachen aussehen. Es wirkt so richtig, als hätte man es dann irgendwie eingescannt oder so. Gerade auch, weil es so schwarz-weiß ist, habe ich das Gefühl. Die Kanten aussehen wie so ein grober Scherenschnitt. Mit verschiedenen Leuten. Ich frage mich jetzt nur, wie ich den ausmache. Wie? Wo ist oben? Ach so. Oben steht so ein viereckiger Knopf. Oben? Ganz oben in dieser Leiste, in dieser Menüleiste.
steht so ein runder Knopf mit einem weißen Viereck in der Mitte. Ich habe keine Bilder. Ich habe gerade so einen Fensterkollaps. Ich weiß überhaupt nicht mehr, welches Programm ich bin. Wie kommt man zurück zu diesem... Achso, ich muss einfach screen. Jetzt habe ich Drosten. Es gibt noch einen Wurf, der ist vielleicht ein ganz nicer letzter Entwurf, um den zu zeigen. Oh nein, ich habe nicht aufgenommen, glaube ich, oder? Doch, habe ich. Oh nein.